So, Lenkers mittlerweile auch zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr Zuschauer auch, denn wir werden jetzt mit dem DLC beginnen. Willkommen zurück zu Let's Play Legend Zelda Breath of the Wild. Da ist wieder ein Blitz eingeschlagen. Denn der zweite DLC hat das auf jeden Fall in sich. Aber als erstes müssen wir jetzt mal den Schickerstein wieder hier platzieren. Da, wo das Abenteuer vor X-Parts begonnen hat. Schickerstein und Träger erkannt. Pilotenprüfung wird initialisiert. Aufzusuchende Orte wurden auf der Karte vermerkt. Die Prüfung beginnt mit Aufnehmen des Schwertes. Aber das Schwert hat in sich. Denn es ist ein verfluchtes Schwert. Och mein, ey. Ja, wir sind fast tot. Und das macht eben den DLC schwierig. Ich bin der Priester Miss Kriosha, also höre, der du deine Titan zu steuern wünschst. Dieses Ziel zu erreichen erfordert große Hingabe. Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Streich, doch auch ihr Träger wird mit nur einem Schlag besiegt. Du kannst diese Fähigkeit innerhalb einer bestimmten Zeit nur zweimal einsetzen, wenn die Waffe leuchtet. Nach einer bestimmten Zeit erhält die Waffe ihr Leuchten und damit auch ihre besondere Fähigkeit zurück. Geh zu den vier markierten Orten auf dem vergessenen Plateau. Besiege alle Monster dort, um deine Stärke unter Beweis zu stellen. Wenn du dich nicht bereit fühlst, verlasse dieses Plateau, die Waffe kehrt dann bisher hierher zurück und die Prüfung endet. Und damit den Zerstörer. Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Schlag, doch auch für den Träger bedeutet ein Treffer das Ende. Nach zwei Treffern in Folge verliert sie ihre Fähigkeit nur kurze Zeit. So, der Kreano kann es ja gerne mal erklären, mit was wir es jetzt hier zu tun haben, wenn ich mal mein Ninja-Set anziehe. Ja, wir müssen zu bestimmten Punkten und diese von allen Gegnern befreien. Allerdings, wie gesagt, man hält nur einen Schlag aus und teilweise sind die Gegner ziemlich mies versteckt. Ja, aber wir können ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir haben ja immer noch den guten Bogen und ich habe vom letzten neuen nämlich diesen hier getroppt mit einem 5-Schüsser. Wow! Und vom Pfeile, ich habe da auch einige nochmal gekauft, vor allem die Bombenpfeile. Also wir haben auf jeden Fall genug Pfeile. Wir werden auf Fernkampf setzen bei diesen Prüfungen. Weil Nahkampf, das braucht ihr nicht zu versuchen. Ist nicht so empfehlenswert. Nicht wirklich, nein. Und man sieht halt auch weniger wegen dem Nebel. Muss ich nur einen Ort finden, wo ich landen kann, ohne dass sie mich gerade sehen. Aber das könnte ein guter Punkt sein. Ich werde auf jeden Fall etwas mehr die Klappe halten, damit du dich besser konzentrieren kannst. Weil die sind jetzt irgendwo in diesem Wald versteckt. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich den schwersten Punkt ausgesucht. Ja, jetzt vom Radar aus gesehen, habe ich mir den links, rechts, jetzt in der Mitte ausgesucht, da unten. Als allerersten Punkt. Oh. Keiner deiner Pfeile hat getroffen, okay. Mach mir's halt so. Das ist halt die Notabwehr, falls es dann doch zu kritisch wird. Mhm.
Ja, das ist jetzt das Problem. Die haben dich gefunden. Wow, die Fledermäuse. Gut, dann benutze ich halt ein paar Bombenpfeile. Dann macht man es halt. Ach, die Fähigkeit kann ich auch nicht benutzen, merke ich jetzt auch gerade. Okay, das sehe ich jetzt auch. Ja. Das macht das alles noch umso schwieriger, vor allem die blöden Schwärme da. Dich jetzt gerade im großen Land. So. Oh, 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 oh. Ah. Gut, dass die nur in einem bestimmten Zielort bleiben. Ja, ja. Lightning hat sich wohl nicht gehört. Als ob ich nach ihr gerufen hätte. Oh, was seid ihr denn zwei? Du hättest das Pferd eher der Tod nennen sollen, weil dann hätte da gestanden, der Tod hat dich nicht gehört. Ja. Das wäre episch geworden jetzt für diese. Für diesen Moment. So, der Scharfschütze ist jetzt auch weg. Und passt auf, dass er nicht auszusehen, in einen dieser Stacheln rennt. Das ist mir passiert, ey. Weil man die halt so kacke sieht. Okay, da scheint noch ein Scharfschütze um zu sein, wie es sieht. Ich glaube, ich renne lieber mal aus, nur weil da durch den Kanal ist auch nicht gerade so ziemlich klug. Muss auch nur wissen, wo die sind. Kletter doch mal auf einen der Bäume und guck von der Baumkrone aus. Okay. So. Da runterfahren wollte ich jetzt gerade nicht. Oh, mir noch ein paar. Weil von hier aus sicher wenn... keine. Moment, da steht. Ja, der pennt. Und der nächste. Sehr gut. Scheinen immer noch nicht alle gewesen zu sein. Wo hat sich da noch einer versteckt? Weil dort hochklettern will ich auf jeden Fall nicht, weil da ist noch ein Bienennest in der Nähe. Was mit der Kiste da? Ist da irgendwas Brauchbares drin? Die Frage, da müsste ich eine Bombe legen. Weil da steht ja jetzt nicht ohne Grund eine Kiste rum, ne? Ja. Mit nichts. Okay, da stand ohne Grund eine Kiste rum. Da sind nur höchstens 5 Bienen. Wow. Aber die zwei. Gibt's da noch mehrere? Wahrscheinlich, wenn es noch nicht beendet ist. Vielleicht doch mal den kompletten Baumstamm durchlaufen? Da sich noch eine versteckt hielt. Gut möglich. Nee. Nee, da ist keiner versteckt. Auf dem Baumstamm vielleicht? Dort? Oder da oben drauf? Da kannst du nicht hochklettern, oder? Doch, da kannst du schon.
Doch, da oben ist einer. Ja doch, da sieht man seinen Kopf ganz schwach. Ui. Ich glaube, das ist so ganz silberner. So aussieht. Gibt es einen Bogenschütz oder nicht? Nimm doch mal die Kamera und zoom an ihn ran. So, der wäre dicht. Ja, es war wirklich der silberne. So. Na egal, den ersten Schrein der Recken haben wir dann. Man sieht, die sind ein bisschen länger. Ja. Und noch ein kleiner Funfact, man kriegt auch noch Symbol aus diesen Vieren, die es gibt. Das heißt, man hat einfach noch etwas Zusätzliches noch mehr. Zum Beispiel ein zusätzliches Herz oder einen zusätzlichen Ausdauerteil. Was auch immer ihr gerade wünscht. Jetzt müsste ich nur wissen, wo der aufgetaucht ist. In die Ach, Richtung scheint er. Drüben. Da ist er. Yo, Waka Iruta schreiben. Ob das an irgendwelche Entwickler angelehnt sind, die mitgearbeitet haben? Kommt mir so typisch japanisch vor. All die Namen kommen mir typisch asiatisch vor. Oder asiatisch. So, was für eine Prüfung haben wir hier? Fingerspitzengefühl. Okay. Achso, dann müssen wir jetzt eine dieser Kugel holen. Ja, und auch hier gilt der kleinste Treffer und du bist weg. Ja, natürlich. Genau die Kugel. Problem ist, man kann die nicht ohne dieses Teil machen, weil da ist die Prüfung pausiert. Aber ehrlich, lieber sterbe ich hier drinnen als draußen. Ja, dann wirst du schneller resettet und musst den Scheiß dann nicht nochmal machen. So, wunderbar. Nun müssen wir dieses Ding da nehmen und so einen Ball damit transportieren. Ja. Und allein den Ball da schon reinzubekommen, das ist eine Aufgabe für sich. Und da gibt es zwei. Und sogar noch eine Truhe. Ja, dann holen wir erstmal natürlich die Truhe. So, den großen habe ich schon mal da. Soll mir nur nicht gerade die Fliege wieder auf den Nerv gehen. Denn da drin ist nämlich auch noch eine. So, geht's raus. Danke. So. Also wenn sie was Wertvolles bin hat, nehme ich sie mit, sonst lasse ich sie hier. Wie bei den anderen Schreien auch. Ein Ischimbogen. Nö, ja. Ich kann gerne hier bleiben. So, und die andere Truhe, die beinhält was? Wenn ich sie kriege... Ach, das ist mir weggesprungen. Ne, da ist sie noch. Und weg rausgesprungen. Jetzt hat sie die Kugel rausgeschoben. Und...
sämtlich schwieriger daran. Vor allem, wenn die Grosse dann wieder schön im Weg steht. Da würde ich... Gott. Ja, natürlich springst du wieder auf. Kannst du das Gefäß nicht noch weiter nach vorne? Könnte ich schon. Ne, das würde gar nichts bringen, okay. Ich dachte nämlich, dass die Kiste eventuell von etwas weiter oben da reinfällt. Aber ne, das tut sie nicht. Die kommt immer random. Ne, die landet da unten immer am selben Spot. Da drin. Aber die fliegt nur dank den anderen Kugeln so random durch die Gegend. Ja, jetzt hängt sie dort fest. Nicht für lange eventuell. Mit etwas Glück. Ausgesetzt kommt mal irgendwas da dran. Sonst verzichte ich auf die Truhe, wenn es noch zu lange geht. Ja, wie weit kannst du das Ding denn noch nach vorne schieben? Ach so, so weit und mehr nicht mehr. Weil ich glaube, die Truhe, die ist da wirklich festgeglitscht. Die ist nicht festgeglitscht, die kann halt nur nicht von selber rollen. Die braucht eine Hilfe, um da wegzukommen. So, da nee, das... schon mal die Kleine. Deswegen Fingerspitzengefühl, man muss sehr sorgfältig damit umgehen. Schau mal, was die festgeklebt ist, vielleicht kann ich sie mit dem Bogen befreien. Ach, da ist die, da kommt kein Ball dran. Und ich lass die einfach liegen. Nein, ich habe eine Idee. Und zwar das Dingens, genau, einmal festsetzen und dann mit dem Bogen dran schießen. Treffen. Gut, jetzt schießt sie gleich da weg. Oder auch nicht. Hä? Dann hat noch einen zweiten Anlauf. Nee. Ich krieg die da nicht mehr weg. Na gut, die können wir vergessen, die Truhe. Ja. Jetzt wird es auf jeden Fall schwierig, die Kugel da durchzukriegen. Aber ich glaube, ich kann die Kugel vorab absetzen. Es gibt da noch tote Winkel und damit ich die Kugel mich nicht erwischen, dann kann ich die schon mal vorab platzieren. Vorausgesetzt, sie fällt jetzt nicht runter. Ne, die ist stehen geblieben. So. Das war knapp. Ich bin da immer so angespannt. Ja, und da sage ich immer, ruhig bleiben. Aber jetzt haben wir die erste von vielen. Mhm. Aber ich kann euch beruhigen, es ist nicht die gesamte Delze so über, dass sie nach einem Treffer tot sind. Das kommt dann noch ein bisschen einfacher. Das ist einfach nur der Anfang. Da wollten sie einem trollen, die Entwickler. Und nehmt auf jeden Fall genügend Pfeile mit, von jeder Sorte. Was ja, falls ihr sie an irgendeiner festgebackten Truhe vergeuden wollt. Aber meine ich da, um den Schrein zu befreien. Ja, lad schneller, Mann. Ja, ich will noch einen zweiten zumindest freilegen können, damit ich den im nächsten Part machen könnte. Da werde ich jetzt vom Turm aus dorthin fliegen. Okay. Sollte wenigstens noch gehen. Ja, nur wenn man die Plattform verlässt, dann wird sie pausiert, die Prüfung.
Aber von einer der Prüfungen im Schrein habe ich am ersten noch Angst. Was sind das da eigentlich für hyperaktive Blagen bei dir? Irgendwelche. Gehe mir auch schon auf den Sack. Aber ich muss das Fenster offen halten, weil sonst habe ich keine Kühle. Ja, klar. Alter, da ist alles explodiert. Ja. Ich hab mal ein bisschen das Empfangskomitee gespielt. Sollten die nicht eigentlich das Empfangskomitee sein? Weil die empfangen ja dich und du nicht sie. Warte mal. Was sind das eigentlich für Exalfosse? Wenn das spezielle Elementare Exalfosse sind, dann müsste ich wissen, welche. Okay, das ist nur normaler. Aber ich weiß nur, dass die flink sind. Die rennen wirklich unfassbar schnell, all diese Exalfos-Viecher. Und das nächste Nähe würde ich auf jeden Fall nicht mit Bombenpfeilen hantieren. Ja, da lagst du nicht nur selbst in Luft. Da vorne ist so ein TNT-Fass. So, ein paar konnte ich doch nicht lassen. Okay. Da ist noch eins. Da musst du aufpassen. Der ist mir zu weit entfernt, weil den Bogen kann ich leider nicht weit schießen. Oh fuck! Und der Chimärenbogen geht mir langsam kaputt. Musst du hoffen, dass du noch einen bekommst. Der mit 5-fach Schuss wäre es einfach, der weg ist. So, tschüss. Man hat immer zwei Treffer frei. Ich mach das gerne nicht mit denen, die Schilder haben. So. Mhm. Wir hätten sonst auch noch den Natterbogen von Revali und einen Gerudbogen für die Weite. Aber damit der gleich kaputt geht, nehme ich jetzt sicherheitshalber mal den Chimärenbogen mit einem 3-fach Schuss. Mhm. Ist das ein silberner? Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ein silberner natürlich. Oh, schön. Silberne sind halt die große Herausforderung. Ja, die halten halt sehr viel aus. Also ich würde sie mit dem verfluchten Schwert treffen. Aber das ist halt auch riskant, wenn sie den Erdschlag schaffen, dann hast du den Dreck. Dann bist du tot. Mhm. Aber ich glaube, die haben alle keinen Bogen, aber die haben Speer und die würden mich auch von der Entfernung treffen. Leider. Ich nehme schon den da mal die Feuerpfeile. Zehn Feuerpfeile, sehr gut.
Was feiert der da für eine Party, ey? Weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist er gerade geflogen. Ja. Und ich mache einen Run. Gegen Zeit des Modus greife ich ihn an und dann hau ich ab. Ist halt die sicherste Taktik in der Situation. Da ist ja noch einer. Das sind Wächter. Ach nee, da. Oder? Jetzt haut der ab wie ein feige Sau. Ja, gegen einen Typen, den er nur einmal treffen muss. Hä? Wonach sucht der? Wow! Scheiße! Scheiße! Okay, das war eng. Ja, jetzt muss er auch noch den Wächter zerstören. Und ich habe keinen antiken Pfeil, das ist das Problem. Sollte das nicht auch mit dem Schwert gehen? Man kann es aber nicht one-shot, also one-hitten. Das Schwert one-hittet doch alles. Aber ich habe den letzten Schlag. Doch, ich habe noch einen, theoretisch. Hoffen wir mal, dass der Recht behält und den one-hittet. Ja, one-hittet. Ja, weil wenn er alles one-hittet, dann muss er sogar Ganon one-hitten, also. Also theoretisch. Der wäre erledigt. Ja. So, zweiter Schrein freigelegt. Im nächsten Part werden wir dann das Rätsel dieses Schreins lösen. Und was uns da erwartet, hätte ich dann gleich. Ich hoffe mal, es wird nicht so schlimm wie der letztere. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part. Ich brauche mal eine Trinkpause. Bis gleich. Ciao.